Dienstreise eines Managers. Flugplatz Rastenburg in Ostpreußen am 8. Februar 1942. Fritz Todt, Minister für Bewaffnung und Munition, ist auf dem Weg zurück nach Berlin. Ein Routineflug nach einer Besprechung mit Hitler. Wenig später schreckt eine Nachricht einen Mann aus dem Schlaf. Todts Flugzeug ist kurz nach dem Start explodiert. Der Minister tot. Ein Anschlag? Der Mann am Telefon hätte eigentlich an Bord sein sollen. Jetzt macht Hitler Albert Speer zum neuen Rüstungsminister. Es ist ein entscheidender Wendepunkt in der Beziehung zwischen Speer und ihm. Was verbindet sie? Mehr als nur Freundschaft? Er verehrte diesen Mann. Und es war eine Art Liebe. Zwischen Speer und Hitler war eine Art Liebe. Sie war nie erotisch, sie war nie homosexuell. Der Diktator und sein Favorit. Hitler war unglaublich wichtig für ihn. Als Mensch, als Person, als Vaterfigur. Und er hat nie gesagt, ich hätte ihn aufgegeben. Nie. Als neuer Minister verspricht Speer Hitler ein Rüstungswunder. Er ist eigentlich Architekt, fühlt sich als Künstler, hat von Waffen wenig Ahnung. Wie will er die Herausforderung meistern, für Hitlers Krieg die Rüstung zu organisieren? Speer verkörpert den modernen Manager-Typ, smart und effektiv. Aus der Masse der Nazis ragt dieser Mann heraus. Höflich und gebildet, gerne in Zivil. Der nette Nazi? Ich glaube, dass man sich tatsächlich sehr täuscht, wenn man sich von der Fassade der Persönlichkeit Albert Speer so beeindrucken lässt. Es gibt ja Dokumente, Briefe von Speer, die von seiner Grausamkeit zeugen, von seinem Anteil, unmittelbaren und persönlichen Anteil an den Schrecken. Hinter der Fassade des unpolitischen Fachmanns verbirgt sich ein machtbewusster Manager. Ohne Speer wäre Hitlers Reich wohl früher untergegangen. Ein Mann mit vielen Gesichtern, der das Regime wie kaum ein anderer prägte. Wie war es möglich? Ich selbst frage mich, wie ich als intelligenter und um Charakter bemühter Mensch jene Jahre durchgestanden habe. Wird Speer später behaupten. Schon als junger Architekt kennt der gebürtige Mannheimer kein anderes Ziel, als seinen Weg in der Welt zu machen. Als Parteimitglied der NSDAP entwirft Speer die Rednertribüne für die erste Massenkundgebung des Regimes auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Seine Erscheinung ließ mich seit der ersten Begegnung nicht mehr frei, sagt Speer, der fortan wie besessen ist von der Mission, den Staatschef besonders wirkungsvoll herauszustellen. Er wird Regisseur des Regimes und empfiehlt sich für größere Aufgaben, wie den Bau des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg. Ein Architekt im Rausch des Aufbruchs. Hitler verheißt Speer eine große Zukunft, die Chance, Baugeschichte zu schreiben. He was a diamond, a wonderful diamond with all his intellect. Er war ein Diamant, ein wunderbarer Diamant mit all seinem Intellekt und seinen gesellschaftlichen Kontakten. Einer, der darauf wartete, geschliffen zu werden. Und Hitler sah das und bediente sich seiner Talente und formte ihn, soweit es ging, nach seinen Wünschen. Speer war wie eine Rose, die darauf wartet, gepflückt zu werden. Von einem mächtigen Politiker,
der sich als verhinderter Künstler sieht. Und der einen jungen, ehrgeizigen Architekten sucht, den er formen kann. Einen wie Speer. Für einen großen Bau hätte ich wie Faust meine Seele verkauft. Nun hatte ich meinen Mephisto gefunden. In Speers Biografie liegt der Schlüssel zum Verständnis der Nazi-Diktatur. Seit Jahrzehnten verfolgt die Autorin Gitta Sereni die Frage, wie ein junger Mann aus bürgerlichem Hause, ein kluger Kopf ohne politische Ambitionen, in den Bann eines Tyrannen geraten konnte. Er sah sein Leben natürlich als Architekt. Er sah sich als sicher als zukünftiger großer Architekt von Deutschland oder der Welt, was weiß ich. Was merkwürdig ist, weil er selbst sagte mir und sagte sicher auch anderen, dass er nicht so viel von sich selber hielt als Architekt. Aber okay, wenn Hitler ihn für einen großen Architekt hielt, na ja, dann wurde er halt ein großer Architekt, nicht? Mit standesgemäßer Karosse und Auftritt im NS-Fernsehen in einer Reportage über das Nürnberger Reichsparteitagsgelände. Speers Kulissen des Führerkults. Parteigenossen Biebel. Und es ist ja ausgezeichnet, dass wir Sie hier treffen vor der alten Kongresshalle. Und Sie können uns ja vielleicht auch einiges sagen. Sie sind der Reichsarchitekt, Sie haben ja all das gebaut hier draußen, nicht wahr? Ja, ja. Na, und was gibt es hier nun noch zu sagen über die Luitpold-Arena? Im Großen und Ganzen sind wir in der Luitpold-Arena ja dieses Jahr fertig geworden. Auch die Luitpold-Halle ist fertig. Aber alles das, was Sie hier gesehen haben, ist eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird. Ein Stück, das ahnen lässt, wie die Anlage sein wird später, ist das Zeppelinfeld, das schon etwas von der Größe der kommenden Bauten zeigt. Speer, gerade 30 Jahre alt, steigt auf zum innersten Kreis um Hitler. Mit Wohnrecht auf dem Obersalzberg. Für Sie und Ihre Pläne habe ich immer Zeit, schmeichelt Hitler seinem Architekten. Keine andere Familie genießt so viel Nähe zu Hitler wie die Speers. Die Kinder Albert und Hilde. Hätte Hitler einen Freund gehabt, wäre ich es gewesen, sagt Speer. Gattin Margret muss ihren Mann immer öfter mit einem anderen teilen. Einmal war es für mich eine bequeme Möglichkeit, mit Hitler die Pläne durchzusprechen und dadurch die Bauten vorwärts zu treiben. Auf der anderen Seite natürlich war ich schon stolz darauf, einer der wenigen Bewohner des Obersalzberges zu sein. Außer mir hatten dort nur noch Bormann und Göring ein Haus von Hitler zur Verfügung gestellt erhalten. Ein wichtiges Moment dabei allerdings war auch, dass der unmittelbare Umgang mit Hitler bei den übrigen politischen Mitarbeitern Hitlers ein großes Ansehen verschaffte. Meine Aufgaben als Architekt, die sehr viel Geldmittel und andere Dinge benötigten, hätte ich nie durchführen können, wenn ich nicht in dem Ansehen gestanden hätte, einer der engsten Gefolgsleute Hitlers zu sein. Sie verbindet mehr als nur die Liebe zur Architektur. Das Interessanteste ist diese Beziehung Hitler-Speer. Ich meine, das war schon etwas ganz, 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 ganz Besonderes. Die hatten ein Gefühl füreinander. Eigentlich ist es einfach. Für Hitler war Speer eine Sohnfigur. Aber auch der Charakter und so weiter, der er selbst hätte sein wollen, Hitler. Für Speer war Hitler sicher eine Vaterfigur. Es ist gar kein Zweifel. Ich lege den Grundstein zum Neubau des Hauses des Fremdenverkehrs in Berlin und befehle damit zugleich der Beginn der Arbeit des Umbaus von Groß-Berlin.
Die Neugestaltung der Hauptstadt ist der größte Bauauftrag von allen, sagt Hitler. Speer soll auch eine neue Reichskanzlei bauen. In nur 12 Monaten. Der Architekt beweist Managerqualitäten, setzt über 8000 Arbeiter ein. Willy Schelkes war beim Bau dabei. Er war ein großartiger Organisator und deshalb hat er nicht die eine Firma beauftragt mit dem Rohbau zum Beispiel, sondern er hat dann 3, 4 oder 5 Firmen beauftragt, sodass sie das gleichzeitig an verschiedenen Stellen angefangen wurde zu bauen. Nur dadurch war es überhaupt möglich, dieses Riesenobjekt innerhalb von der kurzen Zeit zu bauen. Schon 2 Tage vor Ablauf der Frist bittet Speer Hitler zur Abnahme. Der nennt seinen Baumanager zum ersten Mal genial und vertraut ihm auch bei der Auswahl der Kacheln. Speer war machtbewusst, aber vor allen Dingen auch vom Typus her, vom Typus des großbürgerlich erzogenen Menschen, so eitel, dass er sichtlich genoss, in so jungen Jahren an der Seite eines mächtigen Mannes fast tagtäglich zu sein, ungehinderten Zugang zu ihm zu haben. Und ich glaube, dass in dieser Zeit in erster Linie auch seine Eitelkeit befriedigt wurde, die in einem Maße vorhanden war, dass er auch ganz offen damit umging und auch gerade in der Verwirklichung und Umsetzung der Ideen Hitlers durch die enge Beziehung zu Hitler jeden Konkurrent ausschalten konnte. Seit Januar 1937 ist Speer offiziell Generalbauinspektor mit fast unbegrenzten Vollmachten. Aus Berlin soll er die Welthauptstadt Germania machen. Nach den Wahnideen des Diktators. Der Triumphbogen, 50 Mal so groß wie der in Paris, steht am Anfang einer über 5 Kilometer langen und 120 Meter breiten Paradestraße. Die Zentralachse des neuen Berlin. So würde es heute aussehen, wäre es gebaut worden. Ein steinernes Monument von Hitlers Allmachtsfantasien. Am Ende der Achse die große Halle, Versammlungsort für 180.000 Menschen. Das größte Gebäude der Welt. Speers Pläne für Germania zeugen von Hitlers Streben nach Weltherrschaft. Während die Wehrmacht Polen überfällt, feilt der Architekt weiter an seiner Version von der Welthauptstadt. Verschwinden klein in Germania das Brandenburger Tor, das Oberkommando der Wehrmacht. Einmal im Jahr, so Hitlers Wunsch, sollen Abordnungen der unterworfenen Völker hier stehen und staunen. Ganz oben auf der Kuppel der großen Halle befiehlt der Bauherr, soll nicht mehr der Adler über dem Hakenkreuz stehen. Die Bekrönung muss der Adler über der Weltkugel sein. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob er nicht ahnte, wo das hinführen würde. Und da sagte er, aber Sie fragen diese Frage. Es ist doch ganz klar, dass ich wollte, dass Hitler die Welt regierte. Ich wollte das ja. Er war ja der größte Mann der Welt für mich. Speer glaubt, ein unpolitischer Künstler zu sein. Nur ein Manager, der seinen Vorgesetzten stets zu Diensten ist. Auch im Urlaub denkt er ergebnisorientiert. Für Germania muss Platz geschaffen, sollen 23.000 Judenwohnungen geräumt werden. Und Speer erkundigt sich per Fernschreiben nach den Fortschritten in Berlin. Auch die Logistik hat der Manager im Blick. Für seine Prestigebauten wie in Nürnberg braucht Speer Steine. Dafür schließt er einen Pakt mit SS-Chef Himmler, wie ein Dokumentenfund beweist. Aus Natzweiler im Elsass fordert Speer 1941, soll roter Granit für das deutsche Stadion in Nürnberg kommen. Die Abschrift des Originals aus dem Bundesarchiv. Eigens für Speer wird in Natzweiler ein KZ gebaut, das es ohne seinen Auftrag so wohl nie gegeben hätte.
Im Steinbruch schuften für Speers Bauten auch Männer aus dem holländischen Widerstand wie Pim Reintjes. Der Steinbruch war ein ganz schweres Kommando. Und die Leute, die das nicht gewöhnt waren, konnten das nicht aushalten. Die werden geschlagen, werden heruntergeworfen, werden erschossen von den SS. Oder sind totgegangen im Steinbruch oder im Lager später nachher, weil sie das nicht aushalten. Erschöpft waren sie, völlig erschöpft. 20.000 Häftlinge sterben in Natzweiler, im Lager und im Steinbruch. Der Brief an Himmler belegt Speers Verstrickung. Jetzt erst, nach 60 Jahren, erfahren Pim Reintjes und sein Bruder, wer hinter ihrem Schicksal steht. Wenn ich das heute lese, ja, dann sage ich, der Speer ist ein Lumpel. Das Wort habe ich im Lager gelernt. Der hat es auf sein Gewissen. Am 12. Februar 1942 wird Rüstungsminister Fritz Todt zu Grabe getragen. Er hatte Hitlers Kriegsführung kritisiert und starb bei einem mysteriösen Flugzeugunglück. Beim Trauerzug hat sein Nachfolger Speer schon die Führung übernommen. Mag unsere Trauer um den Toten noch so groß sein, dieses Führers ist größer. Wir alle wollen ihm durch rastlose Arbeit erleichtern, diesen Schmerz zu überwinden. Denn der Erfolg unserer Arbeit ist entscheidend für den Sieg Deutschlands. Ich habe dem Führer gelobt, meine ganze Kraft nur für dieses Ziel einzusetzen. 1942 ist das Jahr der Wende, nicht nur für Speer. Mit Angriffen wie auf Lübeck beginnt im März der Bombenkrieg gegen deutsche Städte, gegen Wohngebiete und Rüstungsbetriebe. Seit im Dezember 1941 der Vormarsch vor Moskau in Schnee und Eis stecken blieb, steht fest, die Sowjetunion ist nicht im Blitzkrieg zu erobern. Die deutsche Kriegswirtschaft ist darauf nicht eingestellt. Wie wird Speer als Manager die Lage meistern? Warum macht Hitler ausgerechnet ihn zum Minister? Er galt immer als ein Parteifremdling, als einer, der die nationalsozialistische Ideologie nie so in sich aufgenommen hatte. Das hatte er tatsächlich nicht. Und damit verfügt er auch über keine Hausmacht. Ein ganz entscheidender Punkt. Und meiner Meinung nach war das übrigens der entscheidende Punkt, warum Hitler ihn ernannt hat. Er hatte einen Organisator ersten Ranges gefunden und außerdem einen, von dem er annehmen konnte, der steht ohne Hausmacht da. Und bei dem kann ich dann in seine Entscheidung betreffend die Rüstungsindustrie hineinreden. Hitler glaubt, in Speer ein willfähriges Werkzeug zu haben. Dass er kein Fachmann ist, sieht sein Chef positiv. Wenn ein Sekthändler Außenminister ist, dann kann auch ein Architekt Aufrüster sein. Speer lernt schnell, paukt Produktionszahlen, besucht Rüstungswerke, versucht alle zu überzeugen, dass er doch der richtige Mann ist. Bei den Mitarbeitern ist das Misstrauen gegenüber Hitlers Günstling groß. Von Anfang an ist der Minister Zielscheibe von Neid, Missgunst und Intrigen. Der Vater von Klaus Gerhard Sauer war einer von Speers schärfsten Konkurrenten. Rüstungsexperte Karl Otto Sauer, enger Vertrauter von Speers Vorgänger. Der Tod von Todt war für meinen Vater das Schlimmste, was er wohl in seinem Leben erlebt hat. Und er versuchte zunächst einmal die Ernennung von Speer positiv zu sehen und Speer auch zu anerkennen. Aber mit Speer war das Verhältnis von Anfang an natürlich gespannt. Vorbehalte gegenüber dem neuen Vorgesetzten hat auch der Leiter der Bauorganisation im Ministerium, Xaver Dorsch, hier rechts. Schon am ersten Tag der Ära Speer fallen deutliche Worte. Parteigenosse Speer
wir haben Fritz Todt verloren. Fritz Todt haben wir geliebt und verehrt. Sie müssen sich das jetzt erst erwerben. Streng genommen ging es darum, das Land überhaupt erst auf die Kriegswirtschaft umzustellen, sagt Hitlers Manager schon bei Amtsantritt. Am 18. Februar 1942 bestellt Speer die führenden Männer der Industrie- und Rüstungsbehörden nach Berlin. Sie werden überrascht mit einer beispiellosen Forderung. Mit ihrer Unterschrift sollen sie Speer die Vollmacht zur einheitlichen Führung der Rüstung übertragen. Jeder am Tisch weiß, hinter Speer steht Hitler. Bedingungslos. Es war eine Art internes Ermächtigungsgesetz mit Billigung des Führers, dass Albert Speer sämtliche Befugnisse, die die Rüstung betrafen, in seine Hand bekam. Das bedeutete Wirtschaft, Produktion und alle übrigen Teile, die in irgendeiner Form mit der Rüstung zusammenhingen, obwohl das nur der erste Teil des Ansichreißens weiterer Machtbefugnisse war, die er dann auf eine fast herrische Weise in den nächsten Monaten durchsetzte. Ankunft im Führerhauptquartier in Vinica. Mit mächtigen Industriellen wie Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, hier links. Die Industrie arrangiert sich mit Speer, auch weil sein neuer Kurs gute Gewinne verspricht. Der Wirtschaftsdiktator setzt gleichwohl auf die Selbstverantwortung der Industrie. Auf Fachleute und weniger Bürokratie. Aus einem kleinen Ministerium formt er die Zentrale der Kriegswirtschaft, weitet zielstrebig seine Kompetenzen aus. Anträge, die ihm nicht passen, werden mit einem eigens angefertigten Stempel abgeschmettert. Zurück an Absender, nicht kriegsentscheidend. Den Machthunger Speers bekommt keiner mehr zu spüren als Reichsmarschall Hermann Göring. Als Beauftragter des Vierjahresplanes ist er eine Art Wirtschaftszar, bis Speer ihm, mit Verweis auf Hitler, Kompetenzen abnimmt. Diese Bilder vom 18. Mai 1942 zeigen den Manager bei einer seiner ersten Waffenschauen mit Hitler. Seine Macht und sein Verhältnis zum Kriegsherren hängen jetzt allein von Produktionszahlen ab. Bis Sommer 1942 steigt die Waffenproduktion um fast 60%. Die Munitionsfertigung verdoppelt sich. Sie können sich denken, dass die Ansprüche des Führers an die Rüstungswirtschaft hoch und die von ihm verlangten Lieferungen daher nur äußerst schwer zu erreichen sind. Es hat sich von Monat zu Monat steigend das unerwartete Bild ergeben, dass diese vom Führer verlangten Zahlen nicht nur erreicht, sondern immer mehr übertroffen wurden. Dabei baut Speer auf ein schnelles Kriegsende. Wir müssen den Krieg bis Ende Oktober gewinnen, oder wir werden ihn für immer verloren haben, sagt Speer im April 42. Jetzt ist es schon Weihnachten und der Minister besucht Truppen an der französischen Atlantikküste. Zur selben Zeit geht in Stalingrad eine ganze Armee zugrunde. Hitler, dem er so vertraut, befiehlt, die Stadt um jeden Preis zu halten. Auch Speers Bruder Ernst ist in Stalingrad eingeschlossen, schreibt erschütternde Briefe nach Hause und bleibt verschollen wie Hunderttausende. Nach der Niederlage von Stalingrad kommen Speer zum ersten Mal Zweifel an Hitlers Kriegsführung. Er rückt zwar nicht ab vom Regime, aber sein Verhältnis zu Hitler verändert sich. Bauvorhaben wie Germania ruhen längst. Wichtiger sind jetzt Waffen. Die Künstlerfreundschaft hat eine neue Dimension bekommen. Der Manager und sein Vorgesetzter. Jetzt war er dann Mitglied eines Kabinetts. Und Hitler war der Chef des Kabinetts und da hat eben auch Speer Weisungen in der Hand bekommen von ihm, die er nicht gewohnt war. Da hat er sich beklagt darüber, dass er jetzt ganz anders behandelt wurde als früher.
Im Volk scheint Speer gut anzukommen. Nach außen jovial, verfolgt Hitlers Manager aber eisern seine Ziele. Speer fordert die radikale Mobilisierung für die Kriegswirtschaft. Die besetzten Gebiete sollen ausgebeutet, die Rüstungsproduktion weiter gesteigert werden. Ich bin entschlossen, den gesamten deutschen Lebensstandard herabzudrücken, selbst wenn das Land dabei verproletarisieren sollte. Jetzt sollen auch Frauen in der Rüstung arbeiten. Studenten und Lehrer Waffen produzieren. Doch nach den Verlusten an den Fronten holt sich die Wehrmacht Ersatz. 700.000 Arbeiter werden abgezogen. Speer muss die Lücke schließen und fordert Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten an. Bis August 1942 sind es 700.000 Zwangsarbeiter. Ein knappes Jahr später schon 3,5 Millionen. Ende 1944 schuften über 7 Millionen im Sklavenstaat des Albert Speer. Er trug ja nicht die Verantwortung für den Judenmord. Da hatte er ja eigentlich nichts damit zu tun. Aber er trug voll die Verantwortung für die Zwangsarbeiter. Und er wusste alles über die Zwangsarbeiter. Er behauptete zwar, dass er nicht wusste, dass sie misshandelt wurden und so weiter. Das stimmt aber nicht. Er musste es wenigstens ahnen. Sicher hat er nicht Details gewusst, aber er musste es ahnen. Das ist ausgeschlossen, dass er es nicht ahnte. Er wurde da locker natürlich. Was wusste Speer vom Morden? Der Steinbruch im KZ Mauthausen, einer von vielen Tatorten für die Vernichtung durch Arbeit. Bilder von Toten, wie sie der Lagerfotograf von Mauthausen festgehalten hat, will Speer bei seinem Besuch im KZ am 30. März 1943 nicht gesehen haben. Als Chef des Bauwesens im ganzen Reich stört ihn aber die Großzügigkeit der Unterkünfte. Ein Dokument zum Ausbau von Auschwitz-Birkenau. Reichsminister Professor Speer hat die Vergrößerung des Barackenlagers im vollen Umfang genehmigt und ein zusätzliches Bauvolumen für Auschwitz in Höhe von 13,7 Millionen Reichsmark bereitgestellt, schreibt der Chef des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der SS, Oswald Pohl, am 16. September 1942 an Himmler. Zu dieser Zeit wird Auschwitz zur Todesfabrik ausgebaut. Speer sei über alle Details informiert gewesen, schreibt Pohl 1943, habe nicht nur Krematorien genehmigt, sondern auch Entwesungsanlagen für Sonderbehandlung, das heißt die Todesöfen. Erklärt diese Verstrickung auch, warum Speer diesen Krieg um jeden Preis gewinnen will? Dafür ist er pausenlos im Einsatz, will die Rüstungsproduktion noch effizienter machen. Will mit neuen Waffensystemen die Wende an den Fronten bringen. Mit Arbeit betäubt er sein Gewissen, wird er später sagen. Margret Speer sieht ihren Mann nur noch selten. Die Ehe steckt in der Krise. Die 6 Kinder, hier Tochter Hilde, wachsen ohne Vater auf. Der gilt vielen schon als geeigneter Nachfolger Hitlers. Diese Bilder zeigen Speer am 5. Oktober 1943. Einen Tag später, am 6. Oktober, ist der Minister zu einer Reichs- und Gauleitertagung im Posener Schloss geladen. In der Partei, besonders bei Hitlers alten Kämpfern, wird der junge Emporkömmling, der so viel Macht an sich gerissen hat, misstrauisch beäugt. Speer will die gesamte zivile Produktion, die den Gauen untersteht, sofort stilllegen und nur noch für den Krieg produzieren. Sonderrechte für Gauleiter soll es nicht mehr geben. In Posen geht der Manager auf Konfrontationskurs. Die bisherige Art, nach der einzelne Gaue sich von Stilllegungen ausgenommen haben, kann und wird nicht mehr am Platze sein. Ich werde daher die Stilllegungen, soweit nicht die Gaue innerhalb von 14 Tagen meiner Aufforderung zur Stilllegung nachkommen, selbst aussprechen. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich hier gewillt bin, die Autorität des Reiches durchzusetzen,
koste es, was es koste. Nach Speer spricht SS-Chef Himmler. Sein Thema: die Endlösung der Judenfrage. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Speer sagt, er habe Himmlers Rede nicht gehört, sei schon abgereist zu Hitler. Schlüssig beweisen konnte er das nie. Der höchste Manager des Regimes wirklich nicht eingeweiht? Weihnachten 1943 flieht Speer vor alledem nach Lappland, der äußerste Winkel in Hitlers Reich. Weit weg von den Intrigen, von den Verbrechen, in die er sich immer mehr verstrickt. 100 Kilometer nördlich des Polarkreises, ein nachdenklicher Manager. Alle seine Freunde wussten jetzt, dass diese Dinge geschahen und dass er das wissen musste. Also es war wirklich es. Und sein Hitler hat das alles gemacht. Krankheiten können herbeigebracht werden durch psychologische Umstände, physische Krankheiten. Und ich glaube, so wurde Speer krank. Mit einer fiebrigen Entzündung im Knie wird Speer im Januar 1944 in das SS-Klinikum Hohenlüchen, nördlich von Berlin, eingeliefert. Von hier aus führt er monatelang seine Amtsgeschäfte weiter. Der behandelnde Arzt, ein Orthopäde, ist Dutzfreund von Himmler, ein Rivale Speers im Kampf um Wirtschaftsmacht. Bald schon kommen dem Patienten berechtigte Zweifel an den Behandlungsmethoden. 3 Wochen lang ist der Manager bewegungsunfähig. Eine Lungenembolie wird zur Lebensgefahr. Ich glaube, der Arzt will mich umbringen, sagt Speer nach einer Visite. Seiner Frau Margret wird schon mitgeteilt, sie solle sich auf das Schlimmste gefasst machen. Speers Sekretärin hört mit, wie Himmler zum Arzt sagt: Ja, dann ist er eben tot. Je weniger Worte, desto besser. Entscheidend ist natürlich immer, wenn man sich die Geschichte des Dritten Reiches betrachtet, dass es für einen führenden Mann in einer solchen Position für Speer äußerst gefährlich war, krank zu werden und abseits vom Führergeschehen zu sein. Das ist äußerst gefährlich bei diesem Intrigantentum, was ja eigentlich die Führungsriege immer wieder inspirierte und was viel Zeit in Anspruch nahm. Während Speer mit dem Tode ringt, nutzen seine Widersacher im Ministerium, Karl Otto Sauer und Xaver Dorsch, hier auf einer Baustelle, die Gunst der Stunde, die Macht an sich zu reißen. Sie streuen Gerüchte, Speer sei unheilbar krank, glaube nicht mehr an den sogenannten Endsieg. Jetzt kommen auch Hitler erste Zweifel. Lässt er ihn fallen? In einem Brief klagt der Patient: Mein Führer, es ist für mich das erste Mal, dass Sie mit Leistungen, die in meinem Arbeitsgebiet vollbracht werden, unzufrieden sind. Speer bietet seinen Rücktritt an. Hitler schickt einen Boten mit der Bemerkung: Bestellen Sie Speer, dass ich ihn lieb habe. Das alte Band scheint noch immer zu halten. Speer will jetzt doch Minister bleiben. Nach Jahren des Rausches und der Hektik, behauptet Speer in seinen Erinnerungen, habe er sich erstmals Gedanken über seinen Weg an Hitlers Seite gemacht. Plötzlich sei der Schleier weg gewesen. Am 8. Mai 1944 ist der Manager wieder im Dienst. 4 Tage später, am 12. Mai, greift die US-Luftflotte die deutsche Treibstoffindustrie an, das Nervenzentrum der Rüstung. 90% der Treibstoffproduktion werden zerstört. Speer mobilisiert 350.000 Mann für den Wiederaufbau. Das Rennen zwischen der Zerstörung und der Wiederherstellung ist das aufregendste Wettrennen der Weltgeschichte, sagt Speer. John Kenneth Galbraith war Chef der US-Luftaufklärung und analysierte die Folgen der alliierten Bombardements auf die deutsche Industrie.
the conclusion that had been reached was that the Wir kamen zu der Erkenntnis, die Angriffe der US Air Force hatten keine entscheidende Wirkung auf die Rüstungsproduktion oder auf die Zulieferer, die für die Rüstung wichtig waren. In den Fabriken streut Speer Optimismus, obwohl er weiß, dass die Reserven aufgebraucht sind. In einem Teil meines Bewusstseins war die Erkenntnis vorhanden, dass nun alles zu Ende gehen müsste. Speer präsentiert Rekordzahlen. Zwischen Juni und August 1944 erreicht die Rüstungsfertigung ihren Höchststand. Zugleich bombardiert er Hitler mit Denkschriften, warnt offen vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch und vor der Niederlage. Während er früher mündlich seine Probleme mit dem Führer erörtert hatte, macht er jetzt Denkschriften und auf diese Art und Weise versucht er vorzubereiten, was er dann mündlich klären wollte. Und die Reaktion auf diese Denkschriften war eben dann nachher wieder umgekehrt. Es kam genau das Gegenteil von dem heraus, was er eigentlich beabsichtigte. Seit Dezember 1943 ist Manfred von Poser hier rechts in Speers Diensten und ist auch dabei, als der Minister im Winter 1944 zu wochenlangen Inspektionsreisen aufbricht. Speer will den aussichtslosen Krieg verlängern, aber verhindern, dass Hitlers Befehl der verbrannten Erde, die Zerstörung der Lebensgrundlagen des Volkes, ausgeführt wird. Hitler warnt seinen Manager. Ich dulde keinen Widerstand, Speer. Wenn der Krieg vorbei ist, dann kann das Volk von mir aus über mich abstimmen. Wer aber jetzt anderer Meinung ist, kommt unwiderruflich an den Galgen. Das war eigentlich die Spitze. Ich habe Speer selten so wütend gesehen über diese Missachtung der Bedürfnisse, die das Volk nach einem Frieden hatte. Also er war nicht in dem Sinne verzweifelt, dass er aufgab, sondern er war wütend und die Reaktion war, ich muss was dagegen tun. Speer eilt zurück nach Berlin, schreibt einen letzten Brief an Hitler. Ich habe viel für Deutschland erreicht. Ohne meine Arbeit wäre der Krieg vielleicht 42-43 verloren gewesen. Ich kann nicht an den Erfolg unserer guten Sache glauben, wenn wir in diesen entscheidenden Monaten die Grundlagen unseres Volkslebens zerstören. Speer denkt schon an die Zeit nach Hitler. Vielleicht an ein Ministeramt für Wiederaufbau. Hitlers Nero-Befehl versucht er zu umgehen. Andere wären dafür hingerichtet worden. Doch Hitler verzeiht Speer und der gelobt zum Abschied Treue. Die Nachricht von Hitlers Tod erreicht Speer am 1. Mai 1945. Als er das Bild von Hitler aufstellte, erinnert sich Speer nach dem Krieg, habe ihn ein Weinkrampf überfallen. Das erst sei das Ende seiner Beziehung zu Hitler gewesen. Tatsächlich wird er immer in seinem Schatten stehen. I swear by God. Was bleibt, ist seine Verantwortung für all das, was er als Hitlers Aufrüster angerichtet hat. Am 20. November 1945 steht Speer zum ersten Mal vor dem Nürnberger Tribunal. Hauptanklagepunkt ist seine Verantwortung für die Zwangsarbeiter. Speer ist der Einzige auf der Anklagebank, der eine Gesamtverantwortung für die Verbrechen übernimmt. Persönlich schuldig sein, aber will er nicht. Erster Urteilsspruch vom amerikanischen Richter, schuldig. Hängen. Russischer Richter, schuldig. Hängen. Britischer Richter, 20 Jahre. Französischer Richter, 15 Jahre. Sie konnten sich nicht einigen. Speer bleibt die Todesstrafe erspart. Das Urteil, 20 Jahre. Ist das gerecht? Damals dachte ich, dass es eine Strafe sei, die zu rechtfertigen war.
Ich habe das Urteil ja nicht gefällt, aber die Richter sahen ihn jeden Tag im Gericht und sie sahen diesen Mann, der die Verantwortung annahm, im Gegensatz zu den anderen auf der Anklagebank. Und vielleicht haben sie das miteinander verglichen. Vielleicht kann man das Urteil so verstehen. Denn dieser Mann sagte, ich bin verantwortlich, während die anderen das bestritten. Hätten die Richter von Nürnberg gewusst, was wir heute wissen, Speer wäre wohl zum Tode verurteilt worden. Im Spandauer Gefängnis schreibt der Manager seine Erinnerungen. Kein Wort von Schuld am Sterben in Natzweiler, am Ausbau von Auschwitz, am Mord durch Arbeit. Spät reift die Einsicht. Ich hätte verstehen müssen, wenn ich hätte verstehen wollen. Er hätte verdient zu sterben, was er ja auch glaubte. Ja, ich bin froh, er nicht gestorben ist, sonst hätte ich ihn nicht haben können. Aber er hätte es verdient. Und die 20 Jahre, das war, ich meine, das ist sehr schwierig, 20 Jahre im Gefängnis zu sein. Aber für ihn war das eigentlich etwas Wunderbares. Mit einem Millionenbestseller im Gepäck kommt Albert Speer auf den Tag genau 20 Jahre nach der Urteilsverkündung wieder frei. Vielleicht erzähle ich Ihnen kurz, wie die zwei, drei letzten Tage vergangen sind. Natürlich war es doch recht aufregend, aber ich bin glücklich, dass ich hier wieder draußen bin nach 20 Jahren. Die Welt bestaunt Speers dritte Karriere. Erst Architekt, dann Manager, nun Schriftsteller. Ich habe, als ich so mit ihm sprach, mit dem Albert Speer, an eins immer wieder denken müssen. Der Mensch ist mitschuldig an dem Tod von Millionen von Menschen und vielleicht auch an dem Tod sehr, sehr vieler, wenn nicht aller, Juden. Dass sie sich gleichwohl sehr kultiviert benahm, überaus freundlich, höflich. Nun ja, das war ja seine Taktik. Und diese Taktik realisierte er schon ganz geschickt. Das eine Ziel vor Augen, seinen Weg zu machen in der Welt, war Speer ein Manager, der sich für die Macht und gegen die Menschlichkeit entschied. Die ganze Dimension seiner Schuld kommt erst jetzt